Ja, hallo bei Go Bitcoin. Ich möchte heute zeigen, wie einfach das Bitcoin-Programm zu bedienen ist. Und deswegen sind wir heute auch am Rechner. Ja, das Bitcoin-Programm läuft jetzt schon. Ich bringe das jetzt hier hinten mal hoch. Man sieht das jetzt schon im Hintergrund. Ich habe das Fenster ein bisschen kleiner gemacht, dass es hier ins Video reinpasst. Und ich nehme mich jetzt mal hier raus. So. Ja, wie man auf den ersten Blick sieht, ein kleines, ziemlich übersichtliches Fenster. Hier oben üblicherweise ein Menü, ziemlich aufgeräumt. Darunter eine Leiste mit Knöpfen. Die gehen wir jetzt einfach der Reihe nach durch. Die bringen uns nämlich jeweils zu einem eigenen Bildschirm, zu einer eigenen Ansicht hier. Bevor wir da anfangen, noch kurz vorher hier unten, das ist die Statuszeile. Diese drei Balken, die jetzt schon ausgefüllt sind, die zeigen mir an, dass ich mit dem Bitcoin-Netzwerk aktuell verbunden bin. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht erkennen. Hier wird angezeigt, 8 aktive Verbindungen zum Bitcoin-Netzwerk. Die werden hier langsam farbig, wenn ich das Programm starte und wenn es sich verbindet. So, hier der grüne Haken auf der rechten Seite zeigt mir an, dass ich auf dem aktuellen Stand bin. Das heißt, ich habe alle Bitcoin-Blöcke heruntergeladen. Das sind die Inhalte, das sind die Container für die Transaktionen. Das bedeutet also, ich habe von allen Transaktionen erfahren, die auch mich betreffen könnten. So, und hier auf der linken Seite noch dieses Schloss, steht immer für Sicherheit. Das bedeutet jetzt hier, dass meine Brieftasche verschlüsselt ist und auch noch momentan gesperrt ist. Da kommen wir jetzt gleich drauf, was das bedeutet und wie das funktioniert. So, dann schauen wir uns die Übersichtsseite an. Das sollte ziemlich selbsterklärend sein. Hier in meiner Brieftasche habe ich einen Kontostand, Moment 19 und ein paar zerquetschte Bitcoins. Ich habe keine unbestätigten Bitcoins, bedeutet, ich habe keine Eingänge von Bitcoins, die noch aus dem Netzwerk bestätigt werden müssten. Und hier die Anzahl der Transaktionen 31, sagt mir einfach, mit dieser Installation bzw. mit dieser Brieftaschendatei habe ich schon 31 Transaktionen ausgeführt, eingehende oder ausgehende. So, und auf der rechten Seite ist ein kurzer Überblick über die letzten drei Transaktionen, die passiert sind. So, hier haben wir zwei Ausgänge. Das waren schon zwei Tests, die ich vorher mal gemacht habe. Und hier einen schon etwas älteren Eingang. Ja, dann kommen wir gleich zum Wichtigsten, nämlich Bitcoins überweisen. Die nächste Seite. Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich hier ein Formular. Erinnert ein bisschen an Internetbanking. Ich brauche natürlich einen Empfänger. Dazu brauche ich hier eine Bitcoin-Adresse. Wer das noch nicht gesehen hat, das sind diese langen Folgen von Zahlen und Buchstaben, meistens so 33 bis 34 Stellen. Die muss ich mir zum Glück niemals merken oder auch nicht abtippen. Da könnte auch schnell ein Fehler passieren. Deswegen gibt es diese Knöpfe hier auf der rechten Seite. Hier steht zum Beispiel Adresse aus dem Adressbuch auswählen, also Adressen, die ich schon abgespeichert habe, oder wenn ich eine Adresse zum Beispiel einer E-Mail bekomme oder auf einer Internetseite lese, dann kann ich die einfach kopieren und hier einfügen und dann hier zum Beispiel aus der Zwischenablage einfügen. Ich kann mir das jetzt hier außerhalb mal eine Adresse kopieren und wenn ich die dann hier einfüge, dann sieht die zum Beispiel so aus. Das ist jetzt eine Adresse von einem anderen Bitcoin-Programm, das ich noch habe, damit wir die Überweisung ausprobieren können. Dann gebe ich eine Bezeichnung ein, zum Beispiel ja, Test für Video. Darunter den Betrag in Bitcoins. Kann ich jetzt von Hand eingeben oder einfach hier hoch und runter klicken. Ich sage mal einen Bitcoin zum Testen, überweise ich. Und dann habe ich hier noch ein Auswahlfeld. BTC steht natürlich für Bitcoins. Oder ich kann auch kleinere Einheiten wählen. Bei Bitcoins gibt es keine Cents, also keine Hunderter-Unterteilung, sondern noch kleinere Einheiten, nämlich zum Beispiel Millibitcoins, also ein Tausendstel Bitcoin oder Mikrobitcoins, das sind sogar eine Millionstel Bitcoins. Also man kann hier sehr, sehr kleine Beträge verschicken. Das lohnt sich natürlich erst, weil das Ganze gebührenfrei ist. So. Eine Besonderheit bei Bitcoin ist, ich kann in einer Transaktion, in einer Überweisung nicht nur an einen Empfänger verschicken, sondern an mehrere. Dazu gibt es diesen Knopf hier unten, Empfänger hinzufügen. Wenn ich da drauf klicke, dann erscheint einfach das gleiche Formular nochmal. Und das kann ich beliebig oft tun. Dann kann ich hier runter scrollen. Ja, wenn ich das Fenster ein bisschen größer habe, ist es ein bisschen komfortabler. Ich habe es jetzt so verkleinert für dieses Video. So, dann setzen wir das nochmal zurück, machen das Ganze nochmal. Ich wollte es ja wirklich abschicken, dass man das mal sieht. So, einen Bitcoin.
Hier ist der Kontostand, der aktuelle, zum Überprüfen nochmal. Dann kann ich auf Überweisen klicken, wenn ich alles richtig eingegeben habe. Hier nochmal zur Überprüfung: ein kleines Fenster, ein Bitcoin an diese Adresse mit diesem Merktext. Ja, dieser Merktext habe ich jetzt noch nicht gesagt, Test für Video. Das ist nur ein interner Text, der wird nur bei mir abgespeichert, der wird nicht übermittelt an den Empfänger, der wird auch nirgendwo abgespeichert. Das ist einfach für mich, dass ich mich erinnere, an wen habe ich denn da damals diesen einen Bitcoin verschickt, weil mit dieser Adresse, ja, kann sich das natürlich kein Mensch merken, wie gesagt. So, dann sage ich ja und dann werde ich aufgefordert, meine Passphrase einzugeben. Ja, das ist eine freiwillige Möglichkeit, dass man sich seine Brieftasche verschlüsseln kann mit einem Passwort. Das habe ich natürlich gemacht. Sollte mir jemand diese Brieftaschendatei stehlen oder jemand kommt an meinen Computer und der könnte ja dann meine Bitcoins einfach verwenden. Also habe ich die verschlüsselt und dazu muss ich dann diese Passphrase eingeben. Die wählt man dann am besten auch ein bisschen länger, so damit es sicher ist. Und wenn ich dann jetzt hier auf OK drücke, dann ist der Bitcoin abgesendet. Hier sieht man jetzt Kontostand 18, was man im Video jetzt nicht sieht. Da kommt so ein Ballon, so eine Sprechblase hier unten in der Taskleiste, die mir diese Überweisung nochmal zusammenfasst. Also Datum und Betrag und wer die bekommen hat. Ja, das war schon. So einfach kann ich Bitcoins versenden. Jetzt haben wir noch ein paar weitere Funktionen, die den ganzen Umgang damit noch einfacher machen. Schauen wir die uns noch an. Nächster Button heißt Bitcoins empfangen. Das ist also die umgekehrte Situation. Ich habe etwas verkauft oder habe irgendjemand einen Dienst erwiesen und möchte jetzt eine Bezahlung dafür. Dann habe ich hier meine eigenen Adressen. Wer das noch nicht weiß, bei Bitcoin hat jeder nicht nur eine Adresse, so wie man das zum Beispiel von Kontonummer kennt, bei einer Bank, sondern ich kann mir beliebig viele Adressen erzeugen. Das hat den Hintergrund, bei Bitcoin sind alle Transaktionen ja öffentlich einsehbar. Ich möchte aber trotzdem sowas haben wie ein Bankgeheimnis, dass da nicht jeder genau weiß, was macht denn jetzt dieser Mark oder die ganze Zeit mit seinen Bitcoins. Deswegen erzeuge ich mir am besten für jede Überweisung eine neue Adresse. Ich kann es also steuern, inwieweit ich das sichtbar haben möchte für andere, welche Ein- und Ausgänge ich habe. So, neue Adresse erzeugen ist ziemlich einfach. Einfach hier draufklicken, dann gebe ich mir eine Bezeichnung an, dass ich mir das merken kann. Ich sage jetzt zum Beispiel, ja, den Herrn Müller, der soll mich jetzt bezahlen. Ja, dann sage ich okay. Ah, hier muss ich nochmal meine Passphrase eingeben. Also, weil in der Brieftasche sind ja in Wirklichkeit meine Schlüssel abgespeichert und nicht die Bitcoin selbst, sondern das ist eigentlich nur mein Zutrittsrecht oder mein Benutzungsrecht auf meine Bitcoins. Deswegen auch bei dem Erzeugen von eigenen Schlüsseln brauche ich diese Passphrase, weil die wiederum in die Brieftaschendatei abgelegt wird. Okay. Und dann erscheint der Herr Müller hier, das ist natürlich jetzt wieder nur diese interne Bezeichnung für mich, mit seiner komplett unverständlichen Adresse. Ja, die kann ich jetzt wieder einfach nehmen, in die Zwischenablage kopieren. Hier gibt es auch wieder einen Knopf dafür. Und dann zum Beispiel in eine E-Mail an ihn schicken. Ich zeige das mal hier mit dem Notepad. Sagen wir mal, das wäre eine E-Mail an den Herrn Müller. So, und dann brauche ich dann natürlich nur einfügen. Und bei er macht das Ganze umgekehrt, kopiert sich das und fügt die in seinem eigenen Bitcoin-Programm ein. Ja, das war es auf der Seite schon. Ja, das ist alles recht übersichtlich. Die nächste Seite, Transaktionen, ist eine Historie. Hier sieht man auch den letzten Bitcoin, den ich gerade versendet habe. Test für Video. Hier, das waren noch zwei andere Tests und jeweils die Adresse darunter. Datum dazu. War das ein Ein- oder Ausgang? Ausgänge natürlich, wie üblich bei der Buchhaltung, in roten Zahlen, Eingänge in schwarzen. Und dann habe ich hier oben noch die Möglichkeit, einfach zu sortieren oder mir bestimmte Typen von Transaktionen anzeigen zu lassen oder zu suchen. Das ist einfach nur der Übersichtlichkeit halber. Und hier sieht man dann auch die Nützlichkeit dieser eingegebenen Notizen, weil ansonsten würden hier nur, wenn ich die nicht eingebe, nur diese Adressen hier stehen. Was noch ganz nützlich ist, ist dieser Knopf hier, der war die ganze Zeit ausgegraut, ist jetzt erst auf dieser Seite bunt geworden. Exportieren. Wenn ich da draufklicke, dann erscheint ein Fenster. Das ziehe ich mal hier rein, dass man sieht.
Ich kann alle meine Transaktionen in eine CSV-Datei exportieren und die lässt sich dann mit jedem Tabellenkalkulationsprogramm öffnen oder mit einem Buchhaltungsprogramm auch, wer das versuchen will, und dass man da ein bisschen mehr Ordnung hat und Übersicht. So, das sieht man jetzt nicht. Normalerweise wird hier noch ein Knopf angezeigt, der, weil ich das Programmfenster so klein gemacht habe, erscheint der jetzt hier unterhalb. Oh, ist er wieder zugegangen. Das Adressbuch gibt es noch. Das ist der letzte Eintrag. Das sind jetzt Adressen von anderen Leuten, die ich bekommen habe. Per E-Mail oder im Internet an eine Adresse, die ich spenden kann. Wie auch immer, die kann ich mir hier ablegen. Das geht ebenfalls genauso einfach. Neue Adresse mit einem Namen. Opa, Name und die Adresse rein. Ja, wenn ich die gleiche Adresse jetzt nochmal verwende, dann beschwert er sich, weil das ja, weil die sich bereits hier drin befindet. Die habe ich ja gerade schon benutzt. So, ansonsten hätte er sie einfach hier abgelegt. So, die kann ich auch wieder löschen oder natürlich wieder in die Zwischenablage kopieren. Die kann man auch wieder exportieren. Ja, aber das war es jetzt eigentlich schon. Ja, jetzt sind wir alle Funktionen mal durchgegangen, die das Programm hat. Mehr gibt es nicht. Das ist es, wie man Bitcoin bedient. Ein paar kleine Einzelheiten gibt es noch, wie ich die Einstellung vornehme. Das zeige ich dann aber in einem anderen Video. Danke fürs Zuhören und viel Spaß. Tschüss.